Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Wir waren stehen geblieben, dass wir hier in der Haupthalle, sag ich mal, der Bibliothek waren. Entschuldigung. Und jetzt in die Räumlichkeiten der einzelnen Bereiche gehen wollten. Müssen wir jetzt mal schauen. So, okay, Tomb Raider scheint ja bei euch sehr gut anzukommen. Zumindest habe ich einige, die verstärkt darunter schreiben. Das finde ich sehr schön. Danke dafür. Freut mich, dass es. Dass das, oh, was ist das denn? Dass das Spiel so auf dem richtigen Weg ist. Ja, wir haben heute den. Oh, oh. Grrr. Nein, nicht so, Lara. Warte mal, haben wir hier irgendwo? Ich muss da oben wahrscheinlich hin. Ich denke mal. Ja! Sehr gut. I got it. Bitch. So. Was ist jetzt? What? Böse Ratten, Todesratten. Ich würde dich mal mit einer Knarre auf eine Ratte zielen. Ja, hier ist irgendwas. Achso, das ist das Medikit. Was ist das Medikit? Ein Medikit. Okay. Die Luft geht, muss ich sagen, in Anniversary geht in die Luft viel schneller aus, als es. Beim normalen Tomb Raider der Fall ist. So. So. Warte mal. Hier ist was. Da drüben kann ich auch mal kurz hingehen. So, jetzt mal die Kit mit. Da kann ich nichts machen. Ja, was ist heute passiert bisher? Nicht viel. Ich war heute wieder arbeiten, schön. Schön arbeiten. Ich war wieder arbeiten und war im Büro eigentlich ein recht ereignisloser Tag. Hab ein bisschen was weggekriegt an Arbeit. Schade, er hat sich nicht am Hebel festgehalten. Okay, rum geht nicht. Das heißt, ich muss noch einen hoch. Was haben wir hier? Ist das so eine Art Stöpsel? Aha.
Ah. Okay, wo muss ich da hin? Da oben? Wo ist denn die komische Holzplatte jetzt rausgekommen? Ach so. Verstehe. Jetzt muss ich das Wasser wieder quasi stoppen, indem ich das Ding jetzt wieder zumache. Oder auch nicht. So rum bitte, so da dran. Ah, das geht gar nicht mehr. Ach so. Okay, unter Wasser geht schon mal. Geht schon mal der Haken nicht. So, der Hebel ist ungedicht. Kann ich den hier ins Wasser schieben? Der Stein wäre sowieso abgesoffen. Den kann ich ja nicht rüberschieben. So, da ist aber, da komme ich nicht von oben rein, da komme ich nur durch das Haupttor vorne rein. Lara. Lara. Das gibt definitiv nicht. Was? Ja, morgen ist übrigens der große Tag für einige. Vielleicht war er auch schon heute, ich weiß es gar nicht genau. Ich bin gerade etwas irritiert gewesen. Die Crash Insane Trilogy. Trilogy. Trilogie. Kommt raus. Hm.
Und ich glaube, Dennis haut das jetzt, haut, glaube ich, den ersten Teil jetzt am Wochenende komplett raus. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, bin mal gespannt. Chen ist ja, wenn ich das so sagen darf, nicht so richtig begeistert davon. Weil es aus ihrer Sicht nichts mehr mit dem klassischen Crash zu tun hat. Wie ich ähnlich. Boah. Tja. Wie komme ich jetzt hier weiter? Schauen, ob sich hier irgendwas geändert hat. Ne, hier hat sich nichts geändert. Also ist das Rätsels Lösung tatsächlich hier hinten. Ne, da haben wir schon gezogen. Kraulen, kraulen. Da ist noch ein Hebel. Ein Hebel. Was kann ich mit dem Hebel steuern? Aber erstmal muss ich dieses Ding hier aufkriegen. Ich glaube, ich schaue mir das gleich erstmal unten am Boden alles an. Irgendwo muss ja das Rätsellösung liegen. Ah. Da ist ein Hebel. Ein Hebel! Damit kann man Sachen hebeln. Achso, jetzt habe ich da den Weg frei gemacht. Wir machen den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Was war das denn jetzt? Hallo, wo war das denn? Bin ich jetzt vollkommen Banane? Ah, hier. Achso, das war nur so ein Artefakt einfach dafür. Tja. Da ist er nix. Da ist alle nix. Kraulen wir mal eine Runde. Ich hatte eigentlich gedacht, es geht am einfachsten, wenn wir den Stein einfach wieder vorschieben, aber. Das will die Lara ja nicht.
Junge Mensch, mit dem Wasserdruck hast du vorher auch ausgehalten. Da komme ich aber nicht so ohne weiteres hin, oder? Ah! Nee, da komme ich nicht hin. Entweder komme ich da oben raus oder ich komme da oben rein. Da ist jetzt, glaube ich, nichts weiter, oder? Ne, hier ist nichts weiter. Hier ist auch nichts. Das Rätsellösung muss aber hier irgendwo sein. Sehr, sehr merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Wo könnte das denn jetzt hier noch sein, Mensch? Aber hier ist doch sonst nichts mehr. Vielleicht auf der Unterseite irgendwas. Ne, hier ist auch nichts. Ist nirgendwo was. Ja, früher bin ich auch mal eine richtige, wie sagt man so schön, Wasserratte gewesen. Damals, als wir mal in Afrika waren, auf der Insel Djerba im Urlaub, da war beim Hotel ein Pool. Und ich bin in diesen Pool morgens schon reingegangen, wenn die noch gereinigt haben, und bin erst zum Mittagessen kurz raus, um dann wieder da reinzuspringen, bis wir dann abends sind, wir uns aufs Zimmer gegangen sind. Und auch wenn wir unterwegs waren und Touren mitgemacht haben und externen Hotels noch übernachtet haben und da im Pool war, bin ich da auch reingegangen, bin den ganzen Tag da drin geblieben. Ah, Entschuldigung. Und das hat sich aber leider alles ein bisschen auf... das heißt leider. Ja, es ist wirklich leider. Hat sich alles leider etwas verschoben. Das hat jetzt mehrere Gründe. Ich guck jetzt einfach hier. Da kann ich nichts machen. Als ob ich die Dinge erst irgendwie öffnen muss. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, so eine Halle leer zu lassen. Entweder man sperrt die Wasserzufuhr, das geht nicht. Und alternativ ist, man lässt das Wasser einfach ab. So. So wie ich das hier, ist jetzt hier nichts rausgekommen. So, ist jetzt da nichts rausgekommen. Hier war dieses Holzpanel, was wir hier sehen.
Was ich aber irgendwie nicht verschieben kann. Äußerst merkwürdig, äußerst merkwürdig. Ja, genau, Lara. So, wie viel Zeit habe ich denn noch? 8 Minuten noch ungefähr. Ich wette, die Lösung ist ganz banal. Ist hier was? Ne, da ist nichts. Okay, er klemmt mich total fest. Wie kriegen wir denn dieses zweite Panel? Kann ich den nicht einfach den Hebel nochmal ziehen? Kann ich nicht, ne? Nee, Hebel ziehen kann ich nicht noch mehr. Aber hier ist doch nichts weiter. Was ist hier des Rätsels Lösung? Das geht nicht. Was ich anvisieren könnte. Tja. Das bringt mich jetzt nicht sonderlich weiter. Da oben ist auch nichts Auffälliges. Ich vermute mal, das Holzpanel brauche ich, um da hinzukommen. Hoch genug spielbarer, glaube ich. Das ist die Frage, wie kriege ich dieses Holzpanel unter dieser eingeklemmten Brücke weg? Wäre jetzt lustig, wenn ihr mir schreiben würdet, ja, geht gar nicht, ist ein Bug. Tja. Hier ist aber nirgendwo was. Wie lassen wir das Wasser denn jetzt wieder ab? I do not understand this. I do not understand this.
This is too hard for me. Is here anything else? Ne, hier kann ich nichts weiter machen. Lustig wäre jetzt hier, das hättest du gar nicht ins Wasser schieben dürfen. Ja, okay. Tja. Wie kommen wir jetzt weiter? Ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Also hier ist definitiv nichts. Auf dem Meeresboden, sag ich, auf dem Boden da unten ist auch nichts. So, wenn wir hier in die Halle zurückgehen, bringt uns das auch nicht wirklich weiter. Da ist auch nichts. Okay, da ist auch nichts dran. Der Hebel ist umgelegt. Der Hebel ist ebenfalls umgelegt. Nee, ich habe absolut keinen blassen Schimmer, wie ich weiterkommen soll. Und meines Erachtens macht es auch nicht wirklich Sinn, hier noch diese letzten 2 Minuten hier noch rumzuschwannen. Ich werde mich offscreen mal etwas umschauen, ob ich irgendwas finde. Na. Ja, komme ich nicht rauf. Und hier rausziehen kann man den nicht. Nee, gut, dann soll es an der Stelle schon gewesen sein. Ich werde mich mal ein bisschen umschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis morgen, tschüss!